Viele Häuser in Haiger-Weidelbach sind verseucht. Rund um die ehemalige Firma Kreck Edelstahl haben sich in dem Ort gefährliche Stoffe ausgebreitet. Leichtflüchtige, halogenisierte Kohlenwasserstoffe. Und das über Jahrzehnte, unbemerkt. Auch auf dem Gelände von Regina Busch, das direkt an die ehemalige Metallfirma grenzt. Die Nachricht traf sie 2010 wie ein Schlag. Da war ich auch erst mal richtig geschockt, weil wir hatten ja gar keine Ahnung, dass hier irgendwas sein konnte. Es beginnt eine Zeit der Unsicherheit, denn die Betroffenen erfahren nicht, wie gefährlich die Stoffe sind. Klar ist nur, sie sind in der Raumluft nachweisbar. Wir haben uns große Sorgen gemacht, weil man wusste ja nicht von der Gesundheit her, wie gefährdet die ganze Sache war. Bei den Stoffen handelt es sich hauptsächlich um Tetrachlorethen. Wie gefährlich ist dieser Stoff? Die Abteilung Gesundheit des Lahn-Dill-Kreises schreibt dazu: Nach hohen Dosen treten akut Lungenödeme, Magen-Darm-Störungen sowie Leber- und Nierenschäden auf. Es besteht der Verdacht auf ein krebserzeugendes Potenzial beim Menschen. In den 50er und 60er Jahren wurden die leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffe vermehrt in der chemischen Textilreinigung angewendet, aber auch in der Schwerindustrie als Löse- oder Entfettungsmittel. So auch in der Firma Kreck Edelstahl in Haiger-Weidelbach zur Entfettung von Kochtöpfen. Treten diese Giftstoffe aus, sickern sie durch feste Oberflächen hindurch, selbst durch Beton. Dort verteilen sie sich im Grundwasser, können danach ausgasen und dann wieder nach oben kommen. Nach oben, auch in den Keller von Fred Kaletta. In regelmäßigen Abständen wird hier gemessen. Oft liegen die Werte 6-mal höher als der Grenzwert von 100 Mikrogramm pro Kubikmeter. Jetzt liegen sie bei knapp 100. Immer noch. Und wir hatten ein trockenes Jahr. Es kann genauso gut wieder mal ein nasses Jahr geben und dann sind die Werte wieder hoch. Wir schicken die Messergebnisse dem Wiesbadener Sachverständigen für Altlasten Hermann Rump. Er kann einschätzen, wie gefährlich die Stoffe für die Umwelt sind. Ich halte sie für beachtlich schwerwiegend. Und es handelt sich hier bestimmt nicht nur um Kleckerschäden, sondern vermutlich um Leckagen von Geräten, von Behältern, von Rohrleitungen im Untergrund. Das kann man ableiten dadurch, dass so große Mengen, wie sie jetzt vorgefunden wurden, sich im Grundwasser befinden. Das allein lässt sich auf Kleinschäden, auf kleine Verluste nicht mehr zurückführen und damit begründen. Wie konnten so große Mengen gefährlicher Stoffe in den Boden gelangen? Wir treffen einen ehemaligen Mitarbeiter der Firma Kreck Edelstahl und wollen wissen, wie man die gefährlichen Stoffe damals entsorgt hat. Das Zeug ist von den Frauen morgens oder auch während der Schicht abgeschöpft worden, das weiße, willige Zeug, was da war. Und das ist draußen hinter die Halle in die Brennerie gekippt worden. Kein Mensch hat sich darüber Gedanken gemacht. Das ist halt hinten hinter der Halle, da ist es ins Erdreich gekommen. Wussten die Behörden, wie in der Firma mit diesen gefährlichen Stoffen gearbeitet wurde? Das wollen wir vom zuständigen Regierungspräsidium in Gießen erfahren. Schriftlich antwortet man uns: Der Umgang mit diesen Stoffen war aus heutiger Sicht oft unsachgemäß. Dass die Firma Kreck Edelstahl Tetrachlorethen zur Entfettung eingesetzt hat, war bekannt. Fest steht, dass spätestens seit 1991 keine LHKW mehr eingesetzt wurden. Stimmt das, fragen wir uns. Doris und Heinrich Hill zeigen uns dieses Video. Es sei aus den 90er Jahren und zeige die Maschinen, in denen der gefährliche Stoff war. Das ist nicht nur ein Jahr gemacht worden oder ein halbes Jahr oder sowas. Das ist immer entsorgt worden da hinten, bis die Firma zu war. Wenn das stimmt, bedeutet das, dass die Firma noch bis 2001 mit Tetrachlorethen gearbeitet hat. Vor allem die Frauen kamen damals in direkten Kontakt mit den gefährlichen Stoffen, erzählt Heinrich Hill. Es sind viele gestorben. Die sind nicht mehr da. Nicht nur alte Frauen, sondern auch jüngere Frauen, die heute so in den 60, 50, 60 Jahren alt sind. Die sind alle tot. Die sind nicht mehr da. Und das ist meiner Meinung nach, kommt das daher. Aber wer will das beweisen, oder? Objektive Nachweise gibt es dafür bisher nicht. Der Betrieb ist zwischen 1986 und 2010 7-mal kontrolliert worden. Die Bodenverseuchung ist offenbar niemandem aufgefallen oder von den Behörden als harmlos eingestuft worden.
Für die Anwohner ist das fatal. Seit 2010 ist die Verseuchung amtlich, die Häuser wertlos. Wenn man das bedenkt, dass ich hier jeden Stein einzeln geschleppt habe und geholfen habe, aufeinander zu setzen und hier in Ruhe das Rentenalter verbringen wollte, ist das schon ein harter Schlag. Hinzu kommen für ihn zwischen 16.000 und 18.000 Euro Gerichts- und Gutachterkosten. Auch mit der Sanierung der Gelände sind die Bewohner wenig zufrieden. Bei Fred Kaletta stand jahrelang diese dubiose Pumpe, die eigentlich die gefährlichen Stoffe aus dem Boden filtern sollte. In diesem Sommer wurde sie von einer neuen Sanierungsfirma durch diesen Container ersetzt. Trotzdem gibt es immer noch Werte über dem Grenzwert. Wie lange die Grundwassersanierung noch dauern wird, weiß in Heige-Weidelbach niemand. Auch nicht, ob die Anwohner jemals für ihre Verluste entschädigt werden. Denn die Firma Kreck Edelstahl ist pleite gegangen. Der ehemalige Besitzer wollte sich uns gegenüber nicht äußern.